So, da sind wir wieder. Und zwar haben wir das Bad ja soweit. Das sieht da zwar noch ein bisschen näher aus, aber soweit fertig. Müssen nur noch eine Tür bauen. Da brauchen wir natürlich wieder einen Player-Sensor. Geben wir mal Sensor ein. Dann sollten wir den da haben. Zwei Stück, damit man rein und rauskommt. Dann brauchen wir noch Materialien, dass die Tür ist. Moment, das machen wir erstmal das Gold zurück. Weil den Goldrand würde ich gerne behalten. Wir machen nur eine andere Innenwand. Ich weiß gar nicht, was für Gold ich da genau habe. Wir lassen einfach das. Halt. So. Innen können wir mal das hier nehmen. Falls ich da was Gutes finde. Nee. Da war jetzt nichts dabei, was mir gefällt. Mal gucken. Letzte Folge war echt ein bisschen zu lang. Wir müssen heute mal gucken, dass wir das nicht mehr so lange machen. Das ist ja echt schlimm. Ich hatte echt total die Zeit vergessen. Aber Holz. Können wir eigentlich hier das schütteln? Oh, können wir auch. Oh, da ist die Prinzessin wieder. Mensch. Was ist das denn? Skulls, oh Gott. Das sieht ja technisch aus. Ja, sehr gut. Das ist bestimmt auch. Oh, Bricks wäre jetzt nicht so günstig. Das hier. Wir gucken mal. Können wir einfach testen. No. Frame Type ist das. Dann stellen wir sie uns mal hin. Gott. Boah, kann man machen. Ist nicht so mein Favorit, aber wir lassen es jetzt mal dabei. Boah. Ruckelt wieder wie Sau gerade. Das Ruckeln kommt doch irgendwie immer nur phasenweise. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hätten wir es irgendwie blau machen sollen und nicht rot. Ja, das passt irgendwie nicht dazu, ne? Aber wir machen das erstmal so. Na, oder ne, wir machen keinen Player-Sensor hin. Wir machen das wieder per Hand öffnen. So wie die Schlafzimmertür. Doch ein bisschen Privatsphäre hier. Wir gucken mal, ob wir was in Blau finden, was wir nehmen könnten. Gehen wir einfach mal Blue ein. Wir können ja mal Wolle probieren. Ich denke aber, die können wir nicht schüsseln. Was schade ist. Nur zwei blaue Wolle. Wir gucken mal, ob wir noch was anderes Blaues sehen, was wir schüsseln können. Ja, da fehlt mir wieder die Sortierung nach Block. Ich könnte noch Obsidian nehmen. Wir probieren einfach mal. Ich glaube, den können wir auch nicht schüsseln. So. Nein, können wir nicht. Haben wir hier was Schönes bei? Das ist eher violett. Ich glaube, ich nehme trotzdem das. Nicht die blaue Wolle. So. Dup, dup. So, haben wir eine blaue Tür. Passt, glaube ich, besser zum Boden. Mit Blau und Rot, das passt nicht so gut zusammen. Warum ist die Tür eigentlich noch offen? So. Bauen wir sie erstmal wieder langsam ab. Und setzen die neue rein.
Na, ein bisschen besser. So. Dann entsorgen wir mal diese Tür schnell. Und das ganze andere Zeug. Ah, Tür. Dann müssen wir hier das nochmal zurückschüsseln. Und dann kommen wir hier hin und machen wir was weg. Auch wenn ich das immer wieder neu schneiden muss, aber was machst du hier eigentlich drin in Ladybar? Warum bist du hier in meinem Haus? In meiner Hausfrau. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich sage heute lieber nichts mehr. Aber wäre schlecht fürs Let's Play. Deswegen gucken wir mal. Wir haben hier Basalt. Na, guck mal. Die ist immer noch da. Und diese Blöcke. Weil ich möchte jetzt gerne hier mal weiterbauen sozusagen. Dass wir das da mal zukriegen, müssen wir da einen Ausgang hinbauen. Warum ich jetzt hier reingelaufen bin, weiß ich auch nicht. Gucken wir mal. Wir brauchen Basalt. Sehr schön. Hiervon holen wir uns noch was. Ah, war ein bisschen zu viel. Basalt kochen. Ach, das ist ja eh das Botania-Basalt, hätte ich gar nicht machen brauchen. Hey. Dann brauchen wir es. Na, wir gucken jetzt mal, wie weit, ob wir mit den 40 vielleicht schon hinkommen. Marble brauchen wir aber definitiv. So, und dann gehen wir mal hier runter wieder. So, da sind wir schon mal. Hier machen wir mal dicht. Und dann schlagen wir uns mal weiter durch. Doch nicht. Machen wir uns nur noch mehr Arbeit. Ach, hier sind wir schon auf geraden Ebene. Okay. Dann muss es da nachher hochgehen. Also hier schon. Ein bisschen zu weit gebuddelt. Dann hochgehen soll es so, dass wir da möglichst gut hinkommen. Sondern aus dem Berg rauskommen. Ganz kurz andersrum machen. Na. So. Hier machen wir eh bestimmt vielleicht noch einen Weg oder so. Na, wir kommen doch einfach hier auf. Können wir hier den Weg begradigen sozusagen? Ja. Kann er hier gerade und dann haben wir noch den Zweiteingang sozusagen. Noch ein bisschen weiter zurück. So. Oder wir gehen noch weiter rein, aber wir gar nicht so weit.
will es natürlich so machen, dass es dann nachher so passt. Dass wir hier... ja, das ist die Frage. Wie machen wir das? Vielleicht machen wir hier erstmal... dicht. So. Und das lassen wir jetzt mal so. Machen hier unten auch noch zu. Nicht müssen wir das dann so. Genau. Gut. Ach, verdammt. Na wohl. Ich vergesse immer, dass ich auch einen Block nur sitzen austauschen kann. Egal. So. Dann kommt hier Marvel. Logisch. Na, hier auch. So. Da muss ich ja ganze Blöcke setzen. Wahrscheinlich. Ach, du bist total falsch eingestellt irgendwie. Hallo. Was ist jetzt mal los hier? Irgendwie verstehe ich das gerade nicht, das System. So. Ups. Alles machen. So, von außen soll man das nicht so gleich erkennen. Aber hier schon. Hier darf man das erkennen. So. Der kann wieder weg. Ach, leck mich doch am Arsch. Dieses Geruckeln nervt echt langsam. Ist jetzt ein zu weit? Ja. So, vorerst. Vielleicht dekorieren wir oder stellen wir das noch irgendwann um, aber... erstmal bleibt es so. So. Dann... den Schlüssel schon wieder weggepackt. Falsch. Da. Schüsseln wir uns mal wieder den Marvel zurecht. Erstmal den Gold und machen gleich. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, welche das waren denn das. Fancy Marvel Tiles. Okay. Marvel Tiles. Arranged Fancy. So. Bom, bom.
Marble haben wir genug. Erstmal. Ich muss das leisten, um das zu verschwenden. So. Gut. Das haben wir schon mal geschafft. Ist die Frage, ob wir die hier noch nach da oben weitermachen. Muss ich aber vorher die Basalttreppen setzen. Carpenters habe ich genutzt, okay. Gehen wir doch mal schnell hier hoch. Korb. Da. Boah. So. So, die beiden tauschen wir auch noch aus. Ach, jetzt so. So. Dann haben wir hier einen Ausgang. Wir müssen das, glaube ich, hier noch ein bisschen länger machen. Wenigstens eine Länge, damit man hier und dann kommt da die Tür hin und dann kann man das besser rein und raus. Ziemlich niedrig, ne? Aber egal, das reicht doch nur da. Zweite ein Ausgang Schrägstrich irgendwas. Top, da müssen wir ja noch bauen. Machen wir noch, keine Angst. Dann wollte ich hier gucken. Bum, bum, bum. Wo ist er? Da. Wenn wir das so machen. Und so. Mal tauschen wir die dann auch noch aus. Falsche Taste. Müssen besser aus, finde ich. Ach, schon wieder falsche Taste. Und da will man schlafen. Machen wir gleich. So. Gehen wir hier rein. Ach, hier ist zurückgekehrt ein Zombie-Kopf. Den hat die gute... Was zum Teufel? Laura da vergessen. Warum konnte ich da jetzt einen Block setzen? Hat sie zumindest... Da kommt noch jemand. Da ist sie. Das Prinzesschen. Da hat noch. Ah, hier fehlt generell. Oh, jetzt haut sie mich auch noch toll. Machen wir es so. Oh, sie hat sich eine Mana-Stil-Rüstung gemacht. Schön, schön. So, wir gucken mal hier. Ja, hier kommt noch die Tür rein und dann haben wir hier einen Eingang.
Machen wir mal eine Tür. Wir ignorieren sie einfach mal. Da sie nicht im TS ist. Ha, doch, oh. Erstmal schütteln wir wieder rum. Och, Ladybar. Gott, nicht mal im eigenen Haus ist man sicher, ey. Das ist echt schlimm. So. Moment, ich schreib mal. Ich sehe die Tastatur nicht, also nicht wundern. Beziehungsweise ich sehe sie so halb. Deswegen treffe ich manchmal daneben. So. Das weg, das weg. Das kann erstmal weg. Die haben wir gesetzt. Und dann gehen wir mal nach unten. Glaub. Wir machen das. Oh, das war jetzt falsch. So. Machen wir hier Marvel. Und das so. Können wir mal ein anderes Geräusch machen. Nehmen wir das. Weiß nicht, was das ist, Carriage Store, aber... So. Dann haben wir jetzt so eine goldene Marble-Tür. Mal sehen. Na, warum renne ich da rum? Komm mal hier raus. Und dann machen wir die hier rein. Ach so, jetzt. Oh doch, das passt ganz gut. Jetzt können wir die Player-Sensoren da wenigstens anbringen. Da hat sie eine Kiste hingestellt, okay. Da haben wir sie. Was ist denn da drin? Oh, wie süß. Wir kriegen wieder ein paar Sachen geschenkt. So. Können wir innen auch noch welche reinmachen? Aber ich glaube, das geht gar nicht. Und die Laura hat jetzt übrigens einen Skin. Den sieht man jetzt in der Rüstung nicht so gut, aber zumindest ist sie nicht mehr Minecraft-Steve, was schon mal schön ist. Danke mal schön, danke. So. Haben wir uns bedankt. Das machen wir weg. Das. So. Haben wir ganz schön viel geschafft schon. Von innen machen wir das so auf, weil wir da, wie gesagt, keine Player-Sensoren hinbacken können. Weil die Decke so niedrig ist. Könnt ja die Decke höher machen, aber nee, das lassen wir jetzt erstmal so. Ihr wisst ja, in Minecraft ist eh alles immer im Wandel. Als ob jemals irgendwas fertig wird. So, was machen wir jetzt? Wir haben noch ein bisschen... Na, obwohl, eigentlich haben wir 25 Minuten. Könnte auch reichen, da ist sie weg. Wo ist sie hin? Ach, sie fliegt. Ja, das leckt manchmal ein bisschen. So, rein. Gefällt mir schon mal. Das wird natürlich nicht so bleiben. Hier werde ich wahrscheinlich dann nochmal irgendwo eine Kreuzung reinmachen, dass es nach da und nach da weggeht. Weil wir natürlich noch mehr Räume brauchen. Also ich habe vor, noch so einen Alchemieraum zu machen. Hier kommt ja das Bad rein. Also, nicht das Bad, sondern... Hier haben wir ja ein Bad. Schön, schön. Aber hier kommt dann noch... Ja, so ein Wellness-Ding rein mit so einem... Pool sozusagen. Das werdet ihr noch sehen. Da gibt es aber Schönes von Stormcraft. Das will ich da unbedingt reinmachen. Jetzt ist das schon wieder da. Und hier haben wir unsere...
Lese-Ecke. Ja, doch. Entschuldigung. Aber das ist wirklich etwas groß. So, wir gehen jetzt hier rein. Das muss so, sagst du. Na gut, dann muss das so. Ja, gut. Dann machen wir jetzt Tschüss. Die haut auch schon wieder ab. Machen wir jetzt Tschüss, vor allem. Wir machen jetzt Schluss. Und ich sage Tschüss. So. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich beginnen wir dann mit dem Sprudelbad da unten. Also.